Wir kommen damit jetzt zur aktuellen Wetterlage. Und wir haben hier einige Wettercamps natürlich für Sie mal wieder vorbereitet. Und das sind einige an der Zahl. Zum Beispiel Frau in Kirchen, wie wir hier sehen. War wunderschön, oder? Unglaublich, wie da die Sonne durchkommt. Hat fast schon was irgendwie Heiliges, oder? Heiligenstadt ebenfalls passend mit dabei. Und man sieht, dass man nicht viel sieht. Unglaublich bewölkt und vernebelt war es da. Was ist denn da bitte los? Also wirklich die letzten Tage waren absolut turbulent. Man weiß gar nicht mehr, worauf man sich eigentlich einstellen soll. Halbenrhein, ebenfalls hier mit dabei von unserer Wettercam, die wirklich überall stationiert ist. Und Haroleck ebenfalls zu sehen. Wunderschön diese Natur, oder? Die kann man natürlich am meisten genießen, wenn das Wetter auch mitspielt. Und das hat es da gestern auf jeden Fall. Sie sehen schon die Sonnenstrahlen, also ganz herrlich. Und Klöstele ebenfalls mit hier zu sehen. Bisschen verschneite Bilder noch. Vom Schnee können wir uns ja sonst wirklich schon verabschieden. So viel von den Wettercamps. Wir blicken jetzt mit Ihnen zur Großwetterlage nach Europa. Und da sehen wir schon, ähnlich wie gestern, außer dass Berlin nicht mehr so verregnet ist, wie eben auch gestern, 20 Grad heute und ziemlich mild. 24 Grad, ebenfalls schöne Temperaturen hier in London, wie genauso hier auch in Paris. 26 Grad und leicht bewölkt, allerdings in Madrid, 28 Grad in Lissabon. Wie sieht es denn aus in Österreich? Ja, gar nicht mal so schlecht, zumindest in Innsbruck sollte es diesmal ein bisschen weniger regnen. 19 Grad hier die Maximalwerte, 21 Grad in Bregenz, 14 Grad etwas nass in Salzburg, Linz und Zwettl. Und in Klagenfurt sollte es auch trocken bleiben, wie auch in Graz. Na bitte, immerhin. Die nächsten 24 Stunden für Sie, für den Westen. Was bringen die Ihnen? Ja, leider ein bisschen Regen bis zur Mittagszeit, dann kurze Erholung bis ca. 15 Uhr. Aber dann werden Sie auch da vielleicht wieder nass. Bitte unbedingt Regenschirm einpacken. Im Osten werden wir da ebenfalls nass oder nicht. Ist es da genauso unangenehm wie gestern? Ja, leider wenig Veränderung. 17 Grad hier Ihre Maximalwerte. Die nächsten 7 Tage für Sie im Überblick. Morgen bereits Mittwoch und morgen Sonnenschein. Sehr schön. Um die 20 Grad sogar mit dabei. Donnerstag leider ein bisschen verregneter, aber das Wochenende sollte eigentlich herrlich sein. Ist das Wochenende auch wunderschön im Osten? Ja, kann man wirklich sagen, um die 17 Grad hier auch schon ab Donnerstag, also da kommt doch wirklich Freude auf. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause, sind aber sofort wieder retour, unter anderem mit allen Gastro-Highlights. Wie geht es aktuell der Gastronomie? Wir haben uns natürlich umgehört und alle aktuellen Zeitungs-Headlines haben wir auch für Sie. Bis gleich.